Hallo und willkommen zur Albenrevue. Das Jahr 1985 sah die Ankunft des Soundtrack-Albums Lady Hawk. Der Film war im selben Jahr erschienen und war grundsätzlich ein finanzieller Misserfolg. Und doch hat dieser Streifen über die Jahre eine gewisse Kultgefolgschaft erlangt. Und bereits damals waren viele Rezensionen zu diesem Film doch eher positiv. Das Problem ist eher, dass 1985 und weite Teile der 80er die goldene Ära der Blockbuster waren und Lady Hawk stand einer strammen Konkurrenz gegenüber. Die Kinos wurden in 1985 von Filmen dominiert wie Zurück in die Zukunft, Rambo 2, Rocky 4, Cocoon, Auf der Jagd nach dem Juwel von Neil oder The Goonies. Doch der Streifen besaß etwas Faszinierendes und Ungewöhnliches und gehört zugleich perfekt in die Mitte der 80er Jahre. Der von Richard Donner gedrehte Film hatte Rutger Hauer, Michelle Pfeiffer und Matthew Broderick in der Hauptrolle, mit der Kameraführung von der Legende Vittorio Storaro, den ich vor allem mit den Filmen von Bernardo Bertolucci in Verbindung bringe. Der Schnitt stammte von Stuart Baird, der in den 80ern und 90ern einige der berühmtesten Actionfilme geschnitten hatte, bevor er beschloss, Star Trek zu ruinieren. Lady Hawk ist ein historischer Film, der sich aber nicht zu ernst nimmt und viele Anleihen bei Fantasy hat. Es ist also kein Film, der auch nur ansatzweise vorgibt, historisch akkurat zu sein. Der Film ist darin nicht subtil und man erkennt sofort, dass man sich in einer modernen, abenteuerlustigen Betrachtung des Mittelalters befindet. In einer ähnlichen Weise wie ein Sergio Leone-Film nicht wirklich eine historische Aufarbeitung des 19. Jahrhunderts im Wilden Westen darstellt. Und in genau dieser Rille schlägt auch der Soundtrack von Andrew Powell. Und dieser Soundtrack hat schon damals am ersten Tag die Zuhörer gespalten. Für einige war das eine großartige Idee, einen modernen, aber irgendwie auch zeitlos mittelalterlichen Soundtrack für einen historischen Film zu verwenden, während andere es als absurd empfanden. Es ergab für sie keinen Sinn, einen Film übers Mittelalter zu sehen, in dem man eine elektrische Gitarre hört und ein Rockschlagzeug. Ich kann verstehen, weshalb das manchen aufstößt, aber ich möchte auch darauf hinweisen, dass jener Soundtrack, den jemand als extrem passend oder angemessen zu einem Mittelalterfilm empfindet, mit großer Wahrscheinlichkeit kaum einen Hauch von mittelalterlicher Musik besitzt, sondern eben einen expressionistisch anmutenden Orchester-Soundtrack mit klassischem Hollywood-Einschlag und einigen mittelalterlich gefärbten Music-Cues hat, die sich alle bei näherer Betrachtung als barock herausstellen. Und das ist ein wichtiger Punkt, denn die meisten Leute haben nicht den Hauch einer Ahnung, wie mittelalterliche Musik eigentlich klingt. Ihre Gehirne sind oft auf ländliche Motive des frühen Barocks kodiert, der seit gut 500 Jahren als so eine Art Pseudo-Mittelaltermusik benutzt wird. Das ist ein faszinierendes Phänomen. Aber hier an dieser Stelle geht es nur darum, wie der Soundtrack zu Lady Hawk auf mich wirkt. Das ist doch das Einzige, was hier zählt. Und ich finde ihn großartig. Aber wie könnte es auch anders sein? Denn Andrew Powell setzte die Erschaffung seines Soundtracks so um. Erstens, er holte Alan Parsons, damit er das Ganze mixt. Dann schnappte er sich Ian Berenson an der Gitarre, David Payton am Bass, Stuart Elliott am Schlagzeug und Richard Cottle an den Keyboards, sozusagen die ganze Project Gang, und begann mit ihnen seine Cues und Themen aufzunehmen, zusammen mit dem Philharmonia Orchestra aus London. Was dabei entstand, ist ein inoffizielles, instrumentales Alan Parsons Project Album auf Steroiden. Heiliger Bimbam! Wer Alan Parsons Project gut kennt, weiß um all diese hochtrabenden Passagen, gerade auf den ersten 7 Alben, wo eine etwas überdimensionierte Bridge im Lied auftaucht und diese dann in eine orchestrale Gigantomanie eskaliert, oft im Finale dann von einem Gitarrensolo von Ian Berenson aufgelöst. Da sind dann all die berühmten Fanfaren dabei, all die heroldhaften Melodien und cineastische Akzente. Es ist ein berüchtigter, bombastischer Teil der Handschrift von The Alan Parsons Project. Oft
also nicht oft, sondern stets herbeigeführt, natürlich von Andrew Powell. Und dieses Soundtrack-Album hier, das hat diesen Sound sozusagen im Fokus. Somit kann ich auch verstehen, dass manche sich hier extra stark zu diesem Sound hingezogen fühlen, während andere es für widerlichen, prätentiösen und selbstgefälligen Mist halten. Ich werde nun nicht wie bei den meisten Albenreviews auf jeden einzelnen Track und Cue hier eingehen. Viele der Nummern hier sind nur 1 Minute oder 2 Minuten lang. Aber es ist eine amüsante Erfahrung, diesen Soundtrack zu hören, vorausgesetzt, man hat gewisse Zeit mit Alan Parsons Project verbracht, weil dieses Album trieft nur so von Parsonesken Manierismen. Ich werde höchstens mal ein paar Tracks hervorheben und gerade unter dem Alan Parsons Project Gesichtspunkt benennen. Einfach als kleiner Tipp für jene, die das Album nicht kennen und vielleicht mal testweise es irgendwo ein wenig penetrieren wollen. Also auf der A-Seite gibt es vor allem den Track The Search for Philippe, der wie so eine Art bizarrer Remix von Alan Parsons Project klingt. Man erwartet die ganze Zeit ein wenig, dass Lenny Zakateks Stimme erklingt. Ein absolutes Highlight ist der Track Navarre's Ambush am Ende der A-Seite, der aber wörtlich Anleihen bei Silence and I nimmt von dem Eye in the Sky Album. Wenn schon, dann vom Besten. Und dann gibt es den tollen, aber kurzen Track The Chase, The Fall and The Transformation am Anfang der B-Seite, der ziemlich an Hyper Gamma Spaces erinnert. All das ermahnt uns auch, wie massiv in Wirklichkeit der Einfluss und die Rolle von Andrew Powell in The Alan Parsons Project schon immer gewesen ist. Ich finde diesen Soundtrack einfach herrlich und das liegt eben daran, dass ich die Quellenlage gut kenne und es eben in diesen Parsons-Kontext stellen kann oder es so rezipieren kann. Ich würde es mal so sagen, wenn du an Alan Parsons Project die berühmten Instrumentals magst, iRobot, Mama Gamma, Hyper Gamma Spaces, Secret Garden und schon immer gedacht hast, davon müsste es mehr geben, dann ist das hier sozusagen das perfekte Ergänzungsalbum. Auch wenn das ohne den Film ganz schön heftig klingt, wie so ein etwas perverser Disco-Sound. Natürlich zuckt auch manchmal mein Mundwinkel ein wenig, wenn ich das Album höre, weil das stellenweise wie so ein Pastiche oder eine Parodie von Alan Parsons Project klingt. Aber ich sehe es nicht so streng. Somit, ich gebe diesem Album gerne 4 Sterne. Diese Platte kann man nicht nach denselben Maßstäben messen wie ein Studioalbum, weil diese Musik in erster Linie dafür erschaffen wurde, um funktional einen Film zu unterstützen. Und sicherlich bin ich da eine Spur wohlwollender als andere. Aber so ist das nun mal. Als ich früher Kassettenmixes erstellte und gerne mal einen Alan Parsons Project Mix auf ein 90-minütiges Tape verewigte, nahm ich da gerne einen Track von diesem Album dazu, weil es sich wirklich wunderbar einfügte. Ich finde diese Musik sehr charmant. Somit mal was Interessantes zum Erforschen. Das war Lady Hawk von Andrew Powell aus dem Jahr 1985. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.